einer hilft dem anderen, uns allen hilft Gott. Das war ein Satz von Bruno Gröning, den er damals gelebt hat, weil er war da und hat uns geholfen. Er hat den Menschen gezeigt, wie sie wieder mit Gott in die Verbindung kommen können, wie sie diesen Heilstrom, diese Kraft, diese Lebenskraft erleben können. Liebe Zuschauer, mein Name ist Dieter Häusler. Ganz herzlich begrüße ich Sie heute zu diesem kleinen Videoclip. Die Situation ist hier in Deutschland aufgrund des Coronavirus sehr angespannt. Die Menschen werden gebeten, in den Häusern zu bleiben. Wir haben eine Ausgangsbeschränkung, sodass wir auch hier im Bruno-Gröning-Freundeskreis all unsere Aktivitäten, die wir sonst machen, nämlich Gemeinschaften abhalten, Tagungen, aber auch die Arbeitskreise und all das können wir so in der gewohnten Form nicht mehr machen. Wir werden alle Bemühungen, die der Staat jetzt im Moment anstellt, um den Coronavirus einzudämmen, unterstützen. Wir werden dem Folge leisten. Der Freundeskreis ist aber in der glücklichen Lage, dass wir seit Dezember ein ganz neues Internetkonferenzensystem haben. Und auf dieses System via Internet sind wir jetzt mit all unseren Gemeinschaften übergegangen. Das heißt, die Gemeinschaftsstunden finden weltweit weiterhin statt. Sie sitzen dann vor Ihrem Bildschirm zu Hause, ganz entspannt, Arme und Beine nicht überkreuzt, geöffnete Handflächen und dann einfach im Raum Ruhe. Und dann können Sie diese Gemeinschaftsstunde ganz mitverfolgen und Sie werden erleben, wie und was Sie dann in Ihrem Körper spüren. Im Grunde genommen kann jeder weltweit, egal wo er sich befindet, kann er auf unsere Webseite gehen und kann sich in dem Kontaktformular eintragen. Ich werde das hier oben nochmal verlinken und dort können Sie dann sehen, wie das geht. Die Situation zwingt im Moment viele, zu Hause zu bleiben und damit müssen Sie auf vieles verzichten. Sie können nicht mehr zur Arbeit gehen, Sie können nicht mehr Sport machen im Fitnessstudio oder sonst wo. Viele Freizeitaktivitäten sind damit blockiert. Und das Gute an der Sache ist aber, dass Sie jetzt zu Hause Zeit haben. Für den einen ist es sehr, sehr schwer, mit dieser Zeit umzugehen. Für den anderen, der sagt sich, wow, jetzt habe ich endlich mal Zeit. Ich war gehetzt, ich war gestresst, ich habe keine Zeit, Mensch. Und jetzt wird alles entschleunigt. Wir haben Zeit bekommen. Bruno Gröning sagt, die Zeit ist Gott. Wir kennen das Wort, Zeit ist Geld. Bruno Gröning sagt es anders. Und was machen wir jetzt mit der Zeit? Ja, wir können die natürlich jetzt vergeuden, verplempern, indem wir im Internet rauf und runter surfen, dass wir uns all das Negative, was es dort auch gibt, uns anschauen, anhören, dass wir unser Seelengefäß mit viel Negativem anfüllen oder wir nutzen die Zeit und sagen, endlich habe ich die Zeit. Je mehr Gutes Sie jetzt in sich aufnehmen, umso mehr Sie sich mit guten Dingen beschäftigen, hören Sie schöne Musik, gehen Sie in die Natur, noch ist es erlaubt. Einzeln, nicht in Gruppen. Meditieren Sie, stellen Sie sich ein, bitten Sie Gott um all das Gute, was für Ihren Körper jetzt wichtig ist. Und all die Dinge, von denen Sie wissen, was Ihrem Körper gut tut, das machen Sie jetzt. Nutzen Sie das Gute, es ist das Gebot der Stunde. Und eins weiß ich, das Gute wird immer siegen. Das Gute ist stärker als das Böse. Das sind Worte, die Bruno Gröning gesagt hat und die wir Bruno Gröning-Freunde an uns selber, aber auch an den anderen schon erlebt haben. Und so wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen alles erdenklich Gute. Gerade in dieser Zeit nutzen Sie die Zeit. Machen Sie das Beste aus der Zeit. Und wenn Sie später in 2, 3, 4 Jahren zurückgucken, dass Sie dann nicht nur daran zurückdenken und sagen, ja, das war eine Corona-Krise, das war dies und das. Nein, dass Sie zurückdenken und sagen, ja, in der Zeit hat sich in meinem Leben etwas verändert. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass sich das zum Guten verändert hat und dass Sie gerne auf diese Zeit später zurückschauen werden.
In diesem Sinne alles Gute, Ihr Dieter Häusler.